Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Heute werden wir noch ein paar Skulltulas holen. Eines ist auch sofort hier. Und danach werden wir den schönen Geistertempel noch betreten. Und das war's eigentlich schon. Hier kommt das Geheimskultula raus. Hi. Da ist sie schon. Ja. Und da haben wir jetzt hier alle Skulltulas im, oder beim Wüstenkoloss. Und ich würde sagen, es gibt noch mehr Skulltulas, die sind alle noch irgendwo beim Gerudo-Tal oder in der Gerudo-Festung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort gleich. So, jetzt sind wir wieder hier. Und ich habe mir ja schon letztes Mal gedacht, da unten muss doch auch eine Skulptula sein. Und ja, ich hatte recht. Unten ist eine. Und zwar beim... Man sieht schon beim Loch da unten. Also beim Wundererbsenloch. Da müssen wir einfach Käfer hinbringen. Eigentlich logisch. Aber... ich bin halt nicht auf die Idee gekommen. Aber jetzt weiß ich es ja. Und ich werde zwei Herzen verlieren. Aber das ist mir relativ egal. Und im Übrigen geht es auch Tag und Nacht. Für Leute, die es interessiert oder die das jetzt hier genau mir nachmachen. Und nein, ich will nicht mit dir reden. Nein. Die geht dann halt echt auf den Sack. Pflanz. Pflanzen. Hau die Käfer rein. Yay. Jetzt noch kurz... ist das dein Ernst? Nein. Ich geh weg. Ja, jetzt ist die Skulptula. Und die können wir natürlich auch einfach gleich wieder töten. Und die nächste Skulptula ist wahrscheinlich... beziehungsweise die können wir erst erreichen, wenn wir wieder erwachsen sind. Und dadurch würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich... bei der Gerudo-Festung bin. Wo wir das Minispiel der mit Epona gemacht haben. Genau in einem Schnitt. So, jetzt sind wir wieder hier bei dem schönen Minispiel, also beziehungsweise mit Epona. Und hier vorne, also auf der anderen Seite, hier vorne war jetzt der Eingang, also hier hinten. Und hier ist die letzte Skulptula bei der Gerudo-Festung. Und damit haben wir auch in Gerudo-Tal, in der Gerudo-Festung... hä? The fuck? Okay. Alle Skulpturas, jetzt fehlen sie uns nur noch... eine irgendwo in Zuras Reich, beziehungsweise in Yabu Yabus Bauch. Kannst du bitte aufhören? Wieso kann ich dich nicht treffen? Oh, jetzt. Und dann noch die letzten fünf in dem Geistertempel. Also eigentlich alle noch erreichbar. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich... wenn wir als kleines Kind beim Geistertempel sind. Und wir haben im Übrigen jetzt 94 Skulpturas, also uns fehlen noch 6. Und noch 4 Herzteile. Und noch ein Amulett. Und noch... nee, alle Lieder haben wir eigentlich. Wir haben eigentlich schon alles. Hier auch, hier sieht man es auch. Gerudo-Festung, Gespensterwüste haben wir alles. Gerudo-Tal haben wir alles. Hylia-See, Lonlon-Farm, Marktplatz... Hylianische Steppe, Todesberg, Kakariko, verlorene Wälder, Kokiri-Wald und im Zuoras Reich noch, in Zuoras Reich leider noch nicht. Es kommt noch ein, MP, irgendwas fehlen uns noch die zwei Pfeilarten. Die eine Pfeilart weiß ich, wo die ist, die bekommen wir aber erst später, nachdem wir dann im Geistertempel waren und die letzte bekomme ich auch noch irgendwie, die bin ich mir noch sicher. Wir haben alle Flaschen, sonst auch alle Items, außer, ein Schild fehlt uns noch. Denn wir haben ja das Kokiri-Schild, dann das Hylia-Schild. Und dann fehlt uns noch eins, das wir aber auch dann bekommen. Und die goldene Schuppe fehlt uns noch. Die bekommen wir aber alle noch. Und das mit der goldenen Schuppe ist dann beim Angeln irgendwas. Aber es ist nicht mehr viel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim Geistertempel. Doch noch nicht zum Geistertempel. Ich habe gerade gesehen, beziehungsweise gefunden, wo
ein Item ist, das wir noch nicht haben. Und ich frage mich, wie ich da noch nicht hingekommen bin. Ich bin nämlich schon mal davor gestanden und habe ein paar Skulpturas geholt. Es waren gar nicht wenige, es waren glaube ich 3 oder so, die hier in der Nähe sind. Nämlich müssen wir hier nach vorne. Dass uns mal wieder viel zu lange dauert. Da beschleunigen wir das mal. Und hier vorne, wenn wir diesen Baum hier angerempelt hätten, dann... Was wäre denn eigentlich? Oh. Dann würden eine Skulptur da runterkommen. Aber wenn wir das jetzt sprengen... So. Alter, was war das jetzt für eine Explosion? Okay. Auf jeden Fall können wir jetzt zu einer Feenquelle kommen. Und da bekommen wir jetzt was Schönes. Wir müssen natürlich mal wieder Zeldas Feenlied spielen. Und dann erscheint sie. Unsere kleine Schlampe. Nicht. Sorry vor Wortwahl. Hi. Komm her. Hi. Schöner Kameraschwenk über die Brüste. Muss ja auch mal sein. Hallo, mein süßer Chris. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Okay. Hau mal raus. Give it to me. Oh mein Gott, irgendwas Grünes. Was könnte es nur sein? Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich extrem dumm. Was könnten wir schon ganz am Anfang vom... Nicht ganz am Anfang. Auf jeden Fall, es hätten wir schon in Part 15 oder so bekommen können. Faruas Donnersturm, ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutze ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie legst du einen Teleporterpunkt an. Rufst Faruas Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und anderswo setzen, wenn du Faruas Magie beschwörst. Das ist also irgendwie so ein Safe-State-Punkt. Vergiss nicht, Faruas Feuersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Alles klar. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Okay. Bye. Und jetzt haben wir Wizards. Hier alle 3. Faruas Feuersturm MP6. Hä? Das ist MP6, das ist MP6, das ist MP... Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle 3 irgendwas. Juwelen, keine Ahnung, was das sein sollen. Uns fehlen jetzt noch 2 Pfeilarten. Die können wir aber sowieso erst später bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns, beziehungsweise können uns jetzt auch gleich importen. Können jetzt auch einfach gleich so hingehen. Nicht dumm. Dann gehen wir jetzt zum Geistertempel. Die Musik ist zu episch. Bekommt man gleich wieder Gänsehaut. Warte. Ja. Muss jetzt nur kurz was machen. Damit ich die Zeit im Blick habe. Und jetzt sind wir hier und müssen durch die ganzen Spasten hier vorbeikommen. Mich bitte nicht treffen sollen. Hä? Frameinbruch? Okay. Geh einfach weg. Weiter. Im Übrigen, wie schon gesagt, ist das Ganze jetzt wieder blind für mich. Hab da noch überhaupt nichts gesehen. Außer halt, ich weiß jetzt, was ich jetzt tun muss ganz am Anfang, damit es hier weitergeht. Oh, und das Herz war eigentlich jetzt positiv, nicht negativ. Den neuen Schlüssel, habe ich ja schon mal gesagt, habe ich ja aus Versehen. Und die werde ich natürlich auch nicht benutzen. Und ich habe auch schon alle... den Kompass und das Dungeon, die Dungeon-Karte, aber die holen wir auch noch. So. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir bleiben sogar bei dem hier. Ich würde sagen, wir nehmen noch das Auge der Wahrheit. Und töten euch erstmal. Denn euch braucht keiner. Oh, verpisst euch, ich hasse euch. Hi.
Ach, weißt du was? Ich rede mal mit dir, wer auch immer du bist. Hi? Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Den Tempel anschauen, ich suche die Weisen. Ja, eigentlich will ich nichts davon. Ich will mir den Tempel nicht anschauen. Ich will ihn... Die Weisen suche ich eigentlich auch nicht. Jetzt unbedingt. Obwohl doch. Ja, ich sag mal eigentlich nichts. Du hast nichts Besseres zu tun? Da kommst du gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal, du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Und wenn es so wäre, oder ich hasse Ganondorf. Ich hasse natürlich Ganondorf. Ach was, du bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich. Ich dich auch. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen, nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Chris? Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Krafthandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Hey, Kleiner, denk nicht mal dran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Die Krafthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvollen Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du's? Ja, natürlich kann ich's gern machen. Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden, nicht wahr, Kleiner? Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Bye. Oh. Okay, ja, ich sehe gar keinen an. Einfach da durch. Jetzt gehen wir hier durch. Und jetzt müssen wir die Krafthandschuhe finden, die wir als Kind nicht mal anziehen können. Sondern nur als Erwachsene. Spoiler. Und das ist schon ein Pluspunkt bei dem Tempel hier. Wir müssen diesen Tempel als junger Link oder als kleiner Link und als erwachsener Link betreten. Und das ist echt episch, muss ich echt dazu sagen. Oh. Stirb. Oh Gott, du bist doch gestorben, okay. Und du geh auch weg. I hate you. Shit. Visier mal die anderen an. Ja, dich auch noch. Komm her. Ja, ich verliere zwar extrem viele Herzen. Das ist mir wert. Ja, komm her, Pisser. Komm her, glaubst du, ich habe Angst vor dir? Ich kack mich an. Was willst du tun? Habe ich dich da gerade runtergeglitscht? Nice. Nice. Echt schön. Nee, ich lasse dich jetzt einfach in Ruhe. Verpiss dich. Wo geht's jetzt weiter? Können wir das hier lesen, da oben? Ne, können wir nicht anvisieren. Hier ist eine verschlossene Tür. Und hier auch. Also hier können wir nicht weiter. Dann würde ich trotzdem mal töten, gerne. Ich will wissen. Kann man hier, ja. Explodier mal. Hauptsache, du wirst jetzt nicht getroffen, oder wie? Oh, ich hasse alles hier. Und ich hätte mir ein paar Feen mitnehmen sollen. Werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Part noch besorgen. Du kleiner Pisser. Stirb. Als ob du jetzt wieder hier oben bist. Ich gehe einfach, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach durch. Und werde nicht getroffen, okay. Ich sehe jetzt was hinten. Okay, hier hinten ist irgendwas. Ist hier schon der Boss?
Oder wie? Nee, oder? Vielleicht, ich weiß ja nicht, was wer der Boss ist, aber es wäre ziemlich episch, wenn man diesen auch als junger Link und als erwachsener Link machen müsste. Ja, obwohl, es wäre dann auch wieder dumm, müsste man halt irgendeine Lösung finden, wie man schneller wechseln kann. Aber das gibt es ja leider nicht. Muss immer wieder dorthin. Also, zur Zitadelle der Zeit. Aber egal. Und ich will dich jetzt töten, sonst weiß ich keine Lösung. Ach komm, du rastest ziemlich aus, muss ich dir schon lassen. Kann ich dich nicht irgendwie jetzt verletzen? Weißt du was? Ich geh jetzt mal von hier. Stirb einfach mal irgendwie. Ich kann dich halt nicht verletzen. Wieso nicht? Warte, ich versuche überhaupt mal mit dem... Hey, du bist wieder oben. Er steht wieder auf seinem Platz. Oh, und er lebt noch immer. Schießt du jetzt wieder? Nee. Hi. Hi, ich liebe dich. Ach komm, jetzt komm nicht wieder hier runter, sondern geh hoch. Ich bin halt gleich tot. What the fuck? Geh einfach weg. Ich habe nur noch 9 Herzen. Das ist nicht schön. Sorge der Wahrheit hilft mir halt auch nichts. Okay, weil hier ist sogar ein Teppich. Es hilft aber jetzt nicht viel. Außer, dass ich dich jetzt endlich mal verletzen will. Alter, wie lange? Wann stirbst du denn endlich? Ach ja. Ist das schön, du kommst auch sowieso nicht hoch. Pissa. Ich kann dich so nicht verletzen, glaube ich. Also stellt sich jetzt hier so hin. Okay, und bist du hier immer nicht tot? Na, das ist sehr schön. Ach komm halt her, dann bring mich halt um. Geh bitte wieder auf deinen Platz zurück. Hi. Wir haben echt nur noch extrem wenig Herzen. Das ist echt suboptimal, würde ich mal sagen. Bis der halt mal stirbt, wie oft soll ich den denn noch schlagen? Ich glaube, ich schneide euch das, wenn ich ihn jetzt nicht beim nächsten Mal habe. Was wäre eigentlich, wenn ich eine Bombe hinter ihm lege? Warte mal. Ich gehe wieder auf seinen Platz. Nehme eine Bombe und werfen die. Oh Gott, haben wir ihn? Und er springt wieder rum. Er springt doch immer rum. Komm, letzter Versuch jetzt. Ach, komm halt hier. Was willst du denn? Das sind dumme Gegner. Ich hasse die Gegner. Ciao. Bye. Nee, aber jetzt, was soll denn das? Was? Endlich mal tot? Nein, noch immer nicht. Ja, du bist tot, oder? Yes, jetzt habe ich dich aber. Hat jetzt aber ziemlich lange gedauert. Geht das jetzt auf? Schöne Kamera. Auf der anderen Seite geht es nichts auf. Oder doch, es sind beide Seiten jetzt offen. Wir gehen aber mal in die Tür hier rein. Und sehen hier gleich eine Skulptula. Okay, dann haben wir schon mal eine Skulptula. Ich würde euch gern mal herlocken. Beziehungsweise ich töte euch jetzt erstmal. Mit meiner knackigen Feenschleuder. Ah, und ich brauche Boomerang auch gleich für die Skulptula. Erstmal du hier, dann du hier, dann du hier, dann du hier, dann die Skulptula da hinten, die wir von hier noch nicht erreichen können. Ja. Wahrscheinlich ist jetzt nur eine Truhe. Ich schätze halt mal. Und jetzt holen wir uns noch... Was? Die 95. Skulptula! Ja. Das ist doch die 95. Wir brauchen erstmal Dins Feuerinferno. Nehmen wir hier hin. Nee, warte mal. Egal.
Und jetzt machen wir einen auf Swag. Was? Und bekommen eine Truhe. Ich wusste es doch. Die ist hier oder wie? Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe jetzt? Wird wahrscheinlich drüben sein, auf der anderen Seite, oder? Oder doch hier? Nee. Wir gehen mal hier rüber. Schauen wir mal, was hier ist. Oh Gott. Was machst du denn hier? Ich habe... Shit, deswegen bin ich so viel gestorben. Ich habe gar kein Kokiri-Schild. Okay, den muss ich mir noch besorgen. Beziehungsweise den werde ich mir im nächsten Part dann noch besorgen. Holy crap. Ja, ich habe kein Schild. Ach, deswegen. Stirb mal. Komm. Alter. Du musst ja extrem schwer sein. Jetzt ja ohne Schild und... ohne Masterschwert. Stirb. Was ist der? Shalom. Oh, du bist tot. Oh Gott, wir haben noch wenig Herzen. Holy crap. Ich weiß, was ich bei dir tun muss. Ich glaube, wenn ich dich treffe... Warte mal. Was, wenn ich jetzt vor Inferno einsetze? Erstarrst du dann oder so? Ah, wie komme ich da jetzt rüber? Ist halt jetzt wieder die Frage. Komm mal. Ich glaube, ich kann dich nicht treffen. Ah, was machst du denn? Ich glaube, ich kann dich jetzt nicht treffen. Einfach aus Prinzip. Oder doch? Doch, kann ich schon. Und was, wenn ich dich jetzt noch so wird die mir treffe? Oh, komm. Also bist du sogar tot. Wow. Und darüber kommen wir noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück, natürlich. Verwirrend ist fuck. Ich würde mal sagen, wir gehen hier durch und spielen das mal vor. Das will doch keiner sehen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Der hier nirgends ist. Der ist wahrscheinlich in der Truhe, die wir vorhin geöffnet haben. Aber... da konnten wir noch nicht rein. Die Truhe ist doch da drüben, oder? Da drüben ist die Truhe. Da kommen wir auch nicht drüber. Was ist? Warte, ich sitze mal. Hier unten fliege ich runter. Ja. Bin ich hier? Achso, ich bin ja einfach wieder hier. Ja, was wollen wir natürlich nicht. Wie komme ich hier rüber? Warte mal. Vielleicht irgendwas im Auge der Wahrheit, aber ich werde den Part dann auch gleich beenden. Denn so lange sollte er nicht sein. Und ich weiß jetzt gerade sowieso nicht weiter. Könnte mir nicht vorstellen, wie es jetzt weitergehen soll. Mit welchem Item geht es hier weiter? Mit Bomben oder so bringen wir. Wir schaffen halt mit nichts mehr was. Nee. Da sind wir jetzt zwar nicht weit gekommen. Oder warte mal. Wenn hier jetzt rein, da sind überall Truhen. Hier drüben soll auch eine Truhe sein. Aber da können wir noch nicht drüber. Bei beiden Dingen nicht. Und auf der anderen Seite. Oh Gott, sind da noch viele. Da kommen wir überall nicht weiter. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, beende ich hier den Part. Würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und im nächsten Part hole ich mir erstmal wieder ein Schild, fülle meine Herzen auf, hole mir ein paar Feen. Und dann sehen wir uns genau an dieser Stelle wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.